Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier wieder mal am Montagabend, kurz nach Frühlingsanfang, zur Architektur im Kontext der Reihe des BDA Münster-Münsterland und des LWL, des Amtes für Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur. Ja, inzwischen ist es ja eingeübt hier in Münster, dass wir zusammenkommen können in diesem tollen Museumsbau seit 2014, um hier über Architektur zu sprechen, nämlich Architektur im Kontext. Und sehr viele Positionen haben wir schon gehört, aber alle eint, dass es um den Kontext geht. Auch heute Abend. Björn Martinsson ist unser Gast. Er ist unser Gast, aber er ist uns heute Abend nur leider zugeschaltet. Aus Aachen nämlich, und in diesen Zeiten, wo große Fragen sehr wechselhaft sind, sind auch die kleinen Fragen ja häufig sehr wechselhaft. Und so ist es auch der Fall, dass eigentlich Darius Dahnschan hier stehen müsste, und auch er ist in Quarantäne. Insofern haben wir eine etwas andere Abfolge heute, aber sie soll nicht weniger dicht sein als ansonsten auch, nämlich Architektur der Gegenwart, uns mal zum Denken geben, nachher auch zum Diskutieren geben, hier mitten in Münster oder auch mitten in Westfalen. Architektur im Kontext sagt ja genau, wir holen uns mal Positionen aus dem Bundesgebiet oder sogar aus Europa hier nach Münster, um davon zu lernen und zu gucken, wie wir es hier vor Ort auch machen könnten in unserer Kulturregion. Ja, der Abend heute also etwas umgestellt, aber dieses Experiment passt sehr gut zu Björn Martinsson, denn er ist jetzt schon ganz gespannt in Aachen auf die Zuschaltung. Ihm geht es auch wieder gut. Er ist gewohnt, aus Unverhofftem etwas Neues zu entwickeln, und insofern wird es ganz sicher ein vielversprechender Abend. Ja, Professor Björn Martinsson ist in Tübingen geboren, in Bonn aufgewachsen und später auch Stationen in Lübeck sind erfolgt. Sein Studium hat Björn Martinsson in Aachen absolviert, 1997 das Diplom dort absolviert. Ein prägender Lehrer war Mirko Baum. Mirko Baum ist lange ein wichtiger Mitarbeiter im Büro Kleius gewesen und für viele hier in Münster, glaube ich, ein Begriff. Von Mirko Baum, so sagt Björn Martinsson, hat er quasi die Vorliebe für durchdachte Konstruktionen oder auch klare Strukturen vermittelt bekommen. Aber das ist es nicht allein, denn da ist sehr viel Poesie auch schon dabei, auch bei Mirko Baum und vor allen Dingen bei Björn Martinsson. Es sind Konzepte für eigenwillige Häuser, die ihn umtreiben, und eine Lernphase war auch die Mitarbeit im Büro Brandelhuber und Knies um das Jahr 2000. Dort sind einige Projekte gemeinsam entstanden, unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart 2002 bis 2005, dann eine Fabrik in Köln, Dönges 1 heißt sie. Ja, es folgt eine Assistenz für Martinsson in Aachen bei dem Professor Wim Vandenberg, Wohnungsbau. Und es ist bis heute genau diese Baugattung, die ihn so fesselt, das Wohnen. Lehraufträge folgten an der Bergischen Universität in Wuppertal und auch eine erste Professur, nämlich als Gast in München 2017-18 und seit kurzem 2020 eine Professur an der Hochschule in München. Während dieser wissenschaftlichen Tätigkeit, wo es sehr, sehr um konzeptionelle Fragen ging, hat er sich mit Kollegen zusammengetan zu einem Büro im Jahr 2009. Dieses Büro nennt sich Amund Architekten, und es ist ein Büro mit zwei Standorten und drei Partnern, und sie nennen es eine Kollaboration. Sonja Nagel und Jan Theissen bestreiten das Büro in Stuttgart, Björn Martinsson in Aachen. Man hat zusammengefunden über Projekte, aber vor allen Dingen über Themen. Und dieses Büro Amund ist Architektur Martinsson, Nagel und Theissen. Das sind die vier Buchstaben, die sich dann
von ganz alleine erklären. Ja, wir werden gleich Architektur sehen und man kann es fast schon abkürzen. Es sind eigenwillige Häuser, Erweiterungen und prägnante Innenausbauten, besondere Adaptionen und räumliche Interventionen. Und wenn man das Werk einfach mal von den Aufgaben her liest, klingt es unscheinbar. Es fällt kaum auf. Ein Siedlungshaus, ein Passivhaus, ein Einfamilienhaus, ein Reihenhaus, ein Holzhaus, ein Hinterhaus, ein Ferienhaus, ein Dachraum. Aber es sind Projekte, die es in sich haben. Sie wurden mit zahlreichen Preisen national und international geehrt. 2012 alleine staunte die Fachwelt nicht schlecht, als ein erstes Einfamilienhausprojekt in Venedig geehrt wurde, nämlich in der Ausstellung der Architekturbiennale, die das schöne Thema unvergessen vor 10 Jahren Reduce, Reuse, Recycle schon hatte. Und auch jüngst erhielten sie einen Preis, nämlich für ein Dachraumprojekt in Aachen vom BDA NRW, den Architekturpreis Nordrhein-Westfalen 2021. Björn Martinsson, also heute unser Denkpartner, es geht ihm, das finde ich eine tolle Vorlage, um Umwertung und Camouflage. Ich denke, wir können gespannt sein. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung zum Vortrag und vor allem für die charmante und umfassende Einführung. Da bleibt mir eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Also ich würde jetzt einfach, wäre natürlich gerne Ihr Gast auf der Bühne gewesen, aber das Virus hat es eben geschafft, das zu verhindern. Und deshalb werden wir jetzt, glaube ich, auf die Distanz klarkommen müssen. Wir sind ein kleines Büro mit 2 Standorten. Das sind meine Kollegen Sonja Nagel und Jan Theissen in Stuttgart und ich bin in Aachen. Und wir versuchen eben möglichst Projekte immer vom ersten bis zum letzten Moment zu begleiten und teilweise von der Projektsuche, also von der Grundstückssuche bis hin zur Bauleitung, weil wir es einfach sehr wichtig finden, gerade im Umbau und im Bestand eben auch die Entwicklung nicht abreißen zu lassen in einer vorgefertigten Planung, sondern eben auch im Bau begleitend immer wieder reagieren zu können und auf Vorgefundenes, was sich ja gerade im Umbaubereich teilweise auch erst sehr spät zeigt, noch reagieren zu können. Und das, denken wir, ist eigentlich nur möglich, wenn man bei dem Projekt bleibt bis zum letzten Augenblick. Ja, einfach bauen ist ein bisschen der Überbegriff, der unser gesamtes Handeln ein bisschen beschreiben kann. Also wir versuchen eben zu verzichten auf das, was wir den Überfluss oder die Diktatur der Technik vielleicht so ein bisschen manchmal kennen, eben diesen Glauben, dass es durch die komplexeren technischen Systeme immer zu immer besserer Architektur und immer besseren Gebäuden führt. Und wir wollen dem eigentlich entgegensetzen, eine Form von räumlicher Antwort auf die Anforderungen und nicht eine technische. Und diese räumlichen Antworten, die versuchen wir immer wieder zu finden und aus den Kontexten der Projekte zu generieren. Was mich speziell immer sehr stark beeindruckt hat, ist auf Reisen in Indien, auf Untersuchungen mit Studierenden oder auch in eigenen Recherchen, die unglaubliche Verdichtung der räumlichen Nutzung, die wir dort im städtischen Kontext finden. Also es gibt diese enorme Überlagerung von Funktionen. Es gibt räumliche Situationen, die zusätzliche Funktionsschichten überlagert bekommen. Es gibt hier zum Beispiel, kann man das sehr schön sehen an dieser Durchfahrt, das ist eine Hofdurchfahrt in den Hinterhof eines Wohnbaukomplexes
Und diese Durchfahrt wird eben gleichzeitig auch von einem Chaiwala genutzt als quasi Gastraum, als Küche und dann eben auch bis hin zu einer Verknüpfung mit einem Wohnen. Also es gibt dann eben für diesen Teeverkäufer gibt es einen kleinen Raum, in dem er schläft, in dem er wohnt. Den hat er oberhalb in diese Durchfahrt sozusagen reingebaut. Und in der Axonometrie kann man das sehr schön erkennen. Es ist immer wieder die Zeichnung, die es eben ermöglicht, Dinge klarer zu machen und Dinge zu entdecken. Ich möchte anfangen direkt mit dem kleinsten Projekt aus den 6 Interventionen, die ich gerne zeigen würde. Wie eben erwähnt, ist das auch vielleicht das jüngste Projekt, was jetzt gerade im Rahmen des BDA-Auszeichnung NRW bekommen hat, aber auch vom Dachfensterhersteller durchaus bemerkt wurde und auch dort einen Preis bekommen hat für seine innovative Verwendung von kleinen Dachfenstern. Die Intention bei dem Projekt war, dass in diesem 60er-Jahre-Reihenhaus, was in den 60er-Jahren mit einem flachen Dachstuhl und eben einem eigentlich nicht ausbaufähigen Dachraum konzipiert war, eben doch für eine Familie zusätzlichen Raum zu erzeugen und das aber im Rahmen der bestehenden Kubatur ohne weitere Aufführungen oder Aufstockungen zu erreichen. Und auch eben für ein sehr kleines Budget. Und letztendlich war die Lösung, dass man gesagt hat, man sägt einfach ein Loch in die Geschossdecke, in die Betondecke und macht diesen Raum zugänglich und lässt auch die gesamte Dachkonstruktion so liegen, sondern nutzt den schmalen Sparrenabstand dieser sehr hübschen Weltstickträger, die man in den 60ern verwendet hat, um dort eben die Fenster zwischen die Träger zu legen und gar nicht diesen kompletten Dachstuhl auszutauschen. Eine zweite Überlegung strategisch war auch dazu überzugehen, eben eine Aufdachdämmung zu machen, sozusagen die baurechtliche Möglichkeit zu nutzen, eben das Dämmvolumen additiv zu sehen und dann den sparren Zwischenraum eben diesem relativ knappen Innenraumvolumen noch zuzuschlagen. Eine weitere Entscheidung zur Eindämmung der Kosten war die Überlegung, dass man eben den Dachausbau nicht durch einen Innenausbaubetrieb oder ein Innenausbaugewerk machen lässt, sondern es einfach in der Rohbaulösung schon implementiert, dass daraus Möbel entstehen. Also der Zimmermann hat computergesägte Schichtholzplatten nach Bauanleitungen zusammengeschraubt. Und daraus entstanden ist einmal eben diese Treppe, die durch das Loch führt, was wir in diese Geschossdecke gesägt haben. Und diese Treppe ist eben auch aus ganz einfachem Schichtholz gemacht, ist in die Öffnung sozusagen reingehangen und an der Geschossdecke befestigt und entwickelt sich dann hoch in diesen Dachraum. Und in diesem Dachraum entstehen aus demselben Schichtholz raumteilende, raumgliedernde Möbelstücke und eben auch Arbeitstische eben für diesen Raum, der sozusagen sowohl ein Arbeitsraum als auch ein Schlafraum, ein Ankleideraum und eben auch ein Rückzugsraum ist. Und der Möbelbau des Zimmermanns ging eben bis zu dem Zuschnitt des neuen Bettgestelles. Und was man hier auch sehr schön sehen kann, ist, dass es gab ein Handicap, nachdem der Dachstuhl dann letztendlich zur Sanierung sozusagen leergeräumt war, tauchte eben unter den gesamten Kisten der Voreigentümerin auch dieser Überzug auf. Und dieser Überzug hat einen natürlich erstmal erschreckt, weil es ein statisch notwendiger Überzug ist, der ohne weiteres nicht aus dem Weg zu räumen war, aber letztendlich dann einen sehr guten Hinweis für die Raumgliederung gegeben hat und durch seine Verwachsenheit mit dem Bestand den Raum sozusagen einen Halt gegeben hat und ihn auf eine sehr geschickte Weise gegliedert hat. Also man steigt über diese Schwelle, es ist ganz klar, dass man nochmal deutlicher in einen anderen Raumbereich kommt, also
dann verschneidet er sich eben mit dem Ausbau durch das Regal und eben auch als Auflager für dieses Bett und schafft dort eine ganz einfache, aber eben sehr hinfällige und sinnfällige Verknüpfung zwischen dem Bestand und dem Neuen. Letztendlich ist der Boden schon geglättet gewesen. Es gab eben schon damals auf diesem 60er-Jahre-Dachboden eine zementäre Spachtelung. Die haben wir einfach nur gestrichen. Wir haben die alten Weltsteigträger gestrichen, haben unseren neuen gedämmten Dachaufbau obendrauf gesetzt und haben ansonsten ganz viel von dem Bestand erhalten. Es gibt dann einen Vorhang, der unter dem First entlangläuft, eine Vorhangschiene, die durch verschiedene Vorhangelemente bestückt ist. Und dieser Vorhang macht es möglich, verschiedene Raumbereiche voneinander abzutrennen. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, dass der Vorhang in die Öffnung, in den Aufgang der Treppe reingeschoben wird. Und er hat auch einen etwas schwereren Teil. Also er besteht einerseits aus einem schweren Filzteil und einem leichten Baumwollstoff. Und der schwere Filzteil, wenn er in die Öffnung geschoben wird, bietet eben auch die Möglichkeit, schalldämpfend den oberen Raum auch nochmal akustisch abzutrennen von den anderen Geschossen. So sieht das aus, wenn der Vorhang dann in der Öffnung steht. Es gibt eben diese vier Raumbereiche, die sich unterschiedlich verschneidend miteinander verknüpfen. Es ist immer wieder die Frage, es gibt eine Notwendigkeit aus dem Bauen heraus. Oft sind die Projekte, die an einen herangetragen werden, weil sie erstmal eine energetische Sanierung bedürfen und weil sie nicht mehr Stand der Technik sind, weil es Häuser sind, die zum Beispiel in den 50er Jahren gebaut wurden oder in den 40er Jahren und die eben eigentlich teilweise auch schon alles haben, was man braucht, aber alles ist nicht mehr so ganz auf dem heutigen Stand. Und es gibt dann immer diese schwierige Entscheidung, wo findet die Abgrenzung statt? Wie viel macht man an dem Haus? Was kann man ersetzen, ohne dass das Haus seinen Charakter verliert, ohne dass es seine Eigenheit verliert? Wo muss man stoppen? Und was ist möglich? Und dieses Haus in Köln, das war eigentlich schon sehr groß und ist für die dreiköpfige Familie auch, es gab eigentlich keinen zusätzlichen Raumbedarf, aber das Haus hatte ein riesiges Problem. Und zwar gab es hinten an das Wohnzimmer angebaut in den 60er Jahren einen riesigen Wohnzimmeranbau, der über die gesamte Hausbreite, sondern noch ein Stück darüber hinaus ragte. Und nach hinten raus in den Garten auch sehr tief war, aber eben nur eingeschossig und dadurch ein extrem tiefen Innenraum in dem eigentlichen Wohnzimmer geschaffen hat, der auch schlecht belichtet war. Und nun gab es also einerseits diese Tatsache, dass es bereits einen riesigen Anbau gab, der war aber auch wieder nicht gedämmt und dessen Dach war auch sanierungsbedürftig, weil es im Obergeschoss eben auch keine Aufkantungshöhe zu dem Obergeschossaustritt auf das Dach gab. Und gleichzeitig gab es an verschiedenen anderen Stellen im Haus eben auch noch Sanierungsbedarf. Also hat man versucht, das Budget ist oft knapp. Auch in dem Fall war es knapp, weil es gab einerseits den Bedarf, diesen Anbau neu abzudichten und eben aber auch zu dämmen. Und andererseits die Überlegung, was kann man machen, dass man das gesamte Geld nicht nur in energetische und bauliche Sanierung steckt, sondern gleichzeitig einen räumlichen Gewinn produzieren kann. Und eben auch diese Situation mit dem tiefen Anbau nach hinten in den Garten heilt. Das Konzept war dann sozusagen die gedämmte Lufthülle, also dass es eine begehbare Dämmung gibt, wie wir es nannten. Es ist in dem Fall einfach ein Wintergarten im Sinne einer Polycarbonat-Stehplatten-Dämmhülle,
die aber eben nicht auf dem Dach einfach nur aufgebracht ist, sondern zeltartig sozusagen aufgestellt ist und einen neuen Raum produziert, der dann mit neuen Funktionen und neuen Ideen bespielt werden kann. Und der zweite Punkt war, dass die Küche aus der nordseitigen Straßensituation rausgelöst wurde und eben auf die Gartenseite des Gebäudes transloziert wurde und man durch den neuen Mittelpunkt dieser Küche mit Ofen, eine Art Küchenbank, die gleichzeitig eben auch Kaminofenbank und Kaminofen-Integrationselement ist, dass dieses Element in dem Wohnraum diesen übergroßen Raum neu zentriert und auch neu ausrichtet in den Garten. Und dann haben wir noch ein Loch in die Decke gesägt, um eben Licht reinzubekommen in diesen tiefen Raum. Und was dabei entstanden ist, ist eben dieser Aufbauraum sozusagen, diese begehbare Dämmhülle, dieser klassische Wintergarten, ein temporär nutzbarer Raum, der nicht beheizt ist. Also es ist keine Wohnraumerweiterung, sondern es ist wirklich ein Wintergarten. Einfachste Polycarbonatplattenfassade, aber gedämmt und eben eine einfache Zimmermannskonstruktion. Und diesen Raum, der sozusagen das zusätzliche Volumen zur Verfügung stellt, um dort Verschiedenstes zu tun. Im Wohnzimmer wurde dann ein Loch gesägt, das sieht man hier rechts, um die Belichtungstiefe zu schaffen. Es wurden natürlich auch noch an anderen Ecken, also es gab eben neue Fenster und es gab die Öffnung zum Garten. Die Fensterbrüstung wurde entfernt und eine große Schiebetüranlage eingebaut. Links erkennt man jetzt dieses neue raumgliedernde und raumausrichtende Kaminbauteil, was eben Küchenbank und Kamin in einem ist und den Wohnraum Richtung Garten verlängert. Nochmal die Situation mit dem Oberlicht. Man kann eben dann mit dem oberen Raum sozusagen, gibt es eine Verknüpfung, wobei da eine Lichtkuppel drauf ist, die dann auch das akustisch dann voneinander trennt, aber eben und auch eben thermisch, aber das Licht durchlässt. Nochmal einen Blick rüber quer in die andere Richtung. Man erkennt nochmal den Ofen und dann links im Hintergrund die Küche. Und vom Garten aus der Blick zurück aufs Haus, das Verschmelzen der neuen Hülle mit dem Bestand. Der Bestand war vorne verputzt, hinten gab es eine Verklinkerung. Das ist alles versucht zusammenzuführen, ohne es alles zu überformen. Also alle Schichten dürfen sozusagen mitspielen. Man sieht die verschiedenen bauzeitlichen Oberflächen und es gibt dann eben keine Brüstung mehr, sondern eine tiefe Fensterbank, die in dem Fall die Vermittlung zum Garten schafft, indem sie als in der Sitzhöhe schwebend sozusagen eben auch ermöglicht, dass man sich sozusagen jetzt dann Beine baumelnd in den Garten auf dieser Terrassenplatte einen Kaffee trinkt. Und zurück aus dem Garten. Man sieht, es ist eine ähnliche Ergänzung, wie sie weiter links in einem ähnlichen Bestand auch schon mal stattgefunden hat. Eigentlich eine gern gemachte Maßnahme. Eine ganz andere Strategie, mit einem sehr starken Kontext umzugehen, ist der Versuch gewesen, einen Siedlungshaus aus den 60er Jahren, was von den Nutzern, den Vorbesitzern sehr stark Richtung Eiche rustikal, Schnitzen, Wohnzimmerwand, abgehangene niedrige Decke, Einbauleuchten, Schmiedeeisern gestaltet war, zurückzubringen in eine etwas allgemeinere und offenere
für eine junge Familie anders lesbare Situation. Also es ist relativ viel Grünbewuchs auch weggekommen. Das Haus ist wieder freigelegt worden. Es ist eben auch der Versuch, ganz viele von den Öffnungselementen, die dort alle schon in dunkelbraun vorhanden waren und noch in einem guten Zustand waren, zu integrieren und eben teilweise zu ergänzen. Es gibt ein neues Fenster, was eigentlich auch erkennbar ist an der ganz ungewohnten Dimension. Und es gibt aber immer wieder den Versuch, mit dem Vorhandenen umzugehen und es umzudeuten. Das Muster, ein Vichy-Karo, sollte es schaffen, dem Innenraum einen ganz anderen neuen Charakter zu geben. Es ist das Erdgeschoss. Es wurde geöffnet zum Garten. Es gab eine Terrasse, die war allerdings eingemauert und es gab nur eine sehr indirekte Verknüpfung in den Garten über einen Ausgang aus der Küche raus. Wir haben ganz viel geöffnet und haben versucht, mit Hilfe dieses Musters dem Raum eine ganz neue Richtung zu geben. Man sieht das, wenn man reinkommt, es gibt noch diese sehr edle, geschnitzte Eichentreppe, die allerdings gar nichts mit der ursprünglichen Bauzeit dieser Häuser zu tun hat. Das waren alles einfache Siedlungshäuser aus den 40er Jahren. Die hatten einfachste Treppengeländer und mit dem zunehmenden Wohlstand kam dann eben auch bei den Vorbesitzern und bei vielen anderen eben dieser Impuls, das Haus über sein eigentliches Ausstattungsniveau hinaus zu katapultieren. Und das hat aber auch wieder eine gewisse Wertigkeit über dieses Material und diese Mühe und diese Liebe und diese Geschichte, die es einem eigentlich verwehrt hat, das ohne weiteres rauszureißen. Und so gibt es eben noch einige Teile, die bleiben durften, unter anderem eben diese bombastische, geschnitzte Treppe. Und angefangen über die Farbgebung, zurückgezogen Richtung Weiß, darf sie jetzt in diesem neuen Ensemble mitspielen. Das Vichy-Karo zieht sich über die Bodenfläche und wandert die Wand hoch. Es integriert einerseits die Küche und zusammen mit dem Stahlträger und der neu aufgemauerten Kalksandsteinwand, die rechts zu sehen ist, die eine neue Garderobe bildet. Also die räumliche Konstellation ist leicht verändert. Es gab immer an dem Bereich eben diese Mittelwand, aber sie ist ein bisschen verschoben, um die Garderobe reinzubekommen. Und das Vichy-Karo läuft eben über diesen Boden auf die Terrasse raus und ermöglicht einen fließenden Übergang räumlich zwischen dem Innen und Außen. Das Muster läuft also fort auf die Terrasse. Oben erkennt man nochmal einen zweiten schmiedeeisernen Reminiszenz. Denke, durch die Farbe eingefangen, bis zu einer gewissen Verträglichkeit wieder zurückgeführt. Es ist nun mal eine handwerklich hochwertige Arbeit, die man irgendwo auch, denke ich, mitspielen lassen sollte und sie gehört zur Geschichte des Hauses. Im Längsschnitt sieht man, dass die Idee war, den Garten in die obere Ebene hochzuführen, also diese Verknüpfung, die das Haus bisher hatte, also man kam in den Garten letztendlich aus der Waschküche, zu versuchen, diese Trennung dieser Terrasse zum Garten aufzulösen, indem sich der Garten zum Haus bewegt. Nochmal die Treppe hoch in das Obergeschoss. Begleitend mit der Treppe darf die Farbe aus dem Erdgeschoss, kommt aus dem Vichy-Karo raus und darf mit ins Obergeschoss. Und im Obergeschoss
gab es auch wieder Elemente, die bleiben durften. Es gab diese hochwertigen Türen, teilweise, die dann auch eben integriert wurden und jetzt in dem Fall durch das Blau eingefangen. Links sieht man, spiegelt man sich sozusagen in das Bad rein. Was man auch sieht, ist, dass der Treppenlauf vom ersten ins zweite Obergeschoss dann wieder sehr einfach in der bauzeitlichen Ausführung gehalten ist. Genau, das ist das ein Badezimmer, ganz einfach über das Fliesenraster gehalten, in räumlich untergliedert in Duschbereich. In dem Blau und dann eben der Weg hoch ins Dachgeschoss. Eine Gaube wurde zurückgebaut, Dachfenster wurden dafür reingesetzt und dann wurde ein vorher nicht vorhandenes Bad eingeführt, in dem es diese räumliche Abtrennung gibt, die quasi zwei Welten voneinander trennt. Also einmal diesen relativ, also den lichten und in den Spitzboden geöffneten Dachraum, der ganz viel der Konstruktion auch wieder zeigt. Und hinter der neuen Wand öffnet sich dann die dunkle Welt des Badezimmers. Ein Raum, der sich dynamisch eben von der Badewannensituation unter dem Fenster bis in die dunkle Dusche rein trapezoid um die Ecke führt. Das ist ein Projekt, in dem es wirklich darum ging, dass das Siedlungshaus für die Familie zu klein war. Die Familie hat in einem in derselben ensemblegeschützten Siedlung die Straße runter, 6 Häuser weiter rechts gewohnt und kannte also die räumlichen Gegebenheiten dieses Hauses, das sie kaufen konnten. Und wussten ganz genau, es gibt im Erdgeschoss eben nur diesen einen 40 Quadratmeter großen Raum mit Durchbruch, der früher Wohnzimmer und Küche war und der aber letztendlich für beide Funktionen inklusive Reinkommen, Garderobe für die Familie zu klein war. Es fehlte ihnen immer der Raum, um das Sofa zu stellen, also man konnte einen Tisch stellen, man hatte eine Küchenzeile, aber es gab eben keine Möglichkeit, ein Sofa aufzustellen. Und deshalb gab es die sehr klare Vorstellung, es fehlt ein Raum fürs Sofa. Und es war auch klar, dass auch das wieder eine Situation ist, die aus dem Ensembleschutz eigentlich nur eine Erweiterung nach hinten raus ermöglichte, auch baurechtlich. Und die Situation wird oft dadurch beantwortet, dass man Anbauten über die gesamte Breite, also gesamte Breite heißt auch in dem Fall sind 5,50 Meter, also das ist ohnehin nicht viel, aber eben ist es eben oft so, das sieht man in der gesamten Siedlung, dass eben auf 3 Metern oder so hinten raus das Gebäude verlängert wird und eben dann gleichzeitig durch diese Erweiterung dieses Anbaus, der mittlere Teil des Hauses sozusagen abstirbt, weil er dunkel wird. Und diese Situation wollte ich vermeiden und das war eben auch ganz klar, es geht letztendlich um das Sofa und es braucht gar nicht einen riesigen neuen Raum, sondern es braucht eben diese Aufstellfläche des Sofas. Und der Hof hinten raus aus dem Haus hatte eigentlich eine ganz hübsche Situation, auch zum Garten, der leicht anstieg, gab es wie so eine Art Patio-Situation, die räumlich sehr gut gefasst war durch eine bestehende Mauer und die eigentlich einen sehr schönen Sitzplatz bereits enthielt. Nun ist das Haus natürlich umstrukturiert worden und zwar von unten bis oben und wie man an den roten Ergänzungen sehen kann, fehlte ihm eben vor allem das, was diesen Siedlungshäusern oft fehlt. Es gibt normalerweise nur ein einziges Badezimmer, das findet sich auch in diesem Fall im ersten Stock und ist 1,60 x 1,70 und das ist eben für eine fünfköpfige Familie doch recht knapp
Und entsprechend ist dann die Frage immer wieder, wo könnte man ein weiteres Badezimmer erzeugen und wie könnte man in dem Fall auch das Dach ausbauen. Und so gibt es jetzt eben das Badezimmer, was letztendlich nur umkonfiguriert und optimiert wurde, indem man das Waschbecken in die neue Außenwanddämmebene geschoben hat, also quasi durch die Addition einer gedämmten Fassadenschicht war es möglich, das Waschbecken sozusagen in den Mauerdurchbruch oder in den ehemaligen Bereich der Außenwand zu schieben. Das hat ein bisschen Raum erzeugt und hat es möglich gemacht, das Bad neu zu strukturieren. Dann tauchen da auch im ersten Obergeschoss sieht man diese neuen Unterzüge auf, die aus statischen Gründen erforderlich waren, weil die Rechnungen ergaben, dass diese Treppe eigentlich gar nicht gehalten wird, die dort vom ersten Obergeschoss ins Dachgeschoss führte. Nun gibt es im Dachgeschoss eine neue Gaube, es gibt den geöffneten Spitzboden, es gibt Licht eben, das eben durch das Dach bis in die Tiefe des Hauses fällt und auch oben im Dachgeschoss nochmal ein schmales, eingefügtes zweites Badezimmer. Im Erdgeschoss, das eigentliche Thema, war die Ergänzung in den Garten, also der Raum für das Sofa. Und dann sieht man dort diesen kleinen Raum, der letztendlich eigentlich nur ein in den Garten gestelltes Sofa ist, was dann sozusagen eine Hülle bekommen hat und wie so eine kleine Art Enklave sozusagen in den Garten rausgeschoben ist. Im Modell sieht man es nochmal, diesen Sofaraum im Garten, dann dieses rosane, neu konfigurierte Bad und oben im Dachgeschoss sieht man im Modell auch nochmal die große Gaube, die einerseits ein Kinderzimmer noch erzeugt hat und im Spitzbodenbereich Hochbetten, Ablagefläche und eben ein zweites kleines Bad. Die Analogie oder die Referenz vielleicht ein bisschen zu dieser Idee, dass es eigentlich nur dieses Sofa im Garten braucht, ist ein sehr schöner Beitrag, den im Pavillon von Bahrain auf der Biennale in Venedig mal gezeigt wurde, wo es eine fotografische Dokumentation gab von diesen Reclaim Huts, die von Einheimischen sozusagen in der alten Tradition der Nähe zum Meer, des Fischens und dieser Verbindung mit dem Wasser, wie so eine Art Datscha im Wasser konstruiert sind, die also sozusagen zum Rauchen und Unterhalten und teilweise auch zum Fernsehen eben wieder einen ganz starken, unmittelbaren Kontakt mit der Natur erzeugt haben. Und diese Sehnsucht nach diesem Kontakt der Einheimischen erfüllt hat. Und so ein bisschen funktioniert eben auch dieser in den Garten gestellte Sofaraum, der auch auf Stelzen steht, der eben dieses Sofa enthält, durch seine Bekleidung auch wieder so ein bisschen was Leichtes bekommt. Es gibt diesen Dachbahnrock, der sozusagen den Witterungsschutz macht. Es gibt ganz einfach zwei Fenster, eins davon kann man öffnen zum Garten und es gibt obendrauf eine Lichtkuppel. Und die Lichtkuppel ist einerseits sehr, sehr immateriell, also wenn man von innen an diesem Raum steht, sieht man eben, hat man sehr unmittelbaren Kontakt zum Außenraum und das funktioniert ja bei Lichtkuppeln auch akustisch, also es gibt diese akustische Verknüpfung, man hört die Vögel, man hört die Natur, man hört den Wind, den Regen und das ist nochmal ein ganz eigener Raumeindruck. In dem Badezimmer ging es, wie gesagt, eigentlich nur um die Optimierung der Geometrie, um das Arbeiten mit einem Spiegel, um die Verlängerung in den Garten rauszubekommen, diesen Waschtisch, der sozusagen in die Mauerebene gedreht wurde. Und daneben eben diese Konstruktion, die sozusagen die Statik geheilt hat dieses Hauses und gleichzeitig in diesem Zimmer, einem Kinderzimmer, nochmal eine ganz neue eigene Struktur erzeugt hat. Da hängt jetzt eine Schaukel dran, man kann eben in dem Zimmer schaukeln und dieses neue Element dieser
eigentlich erstmal sehr groß dimensionierten Unterzüge bildet dann eben die Chance, auch nochmal einen ganz neuen Charakter reinzubringen. Oben endet dieses Kontinuum der Erschließung dann in zwei Räumen, nach vorne einem bestehenden Schlafzimmer und hinten eben diesem neuen Gaubenraum mit einer Empore und auch hier nochmal das neu eingefügte Bad, was auch in die Gaube reinragt, aber von dem vorderen Raum dann benutzt wird. Der Blick zurück. Es gibt eben immer wieder nur die partielle Ergänzung von Elementen. Es gibt bestehende Terrassentüren und Bestandsfenster und die Intervention eben auch wieder hier auch nur eben mit den notwendigsten Mitteln arbeitet und nicht alles komplett neu überformt. Gut. Nochmal ein anderer Ansatz ist dieses Thema Einfachheit auch in der Baukonstruktion nochmal stärker mitspielen zu lassen. Die Überlegung, dass wir heute unsere vielschichtigen Wandaufbauten in ihrer Komplexität nicht wirklich dauerhaft funktionieren können. Und die Faszination eben für monolithische Baumaterialien, in dem Fall ist es der BIMS-Stein, der einmal in der Erzeugung eben energetisch sehr günstig ist, weil er nicht gebrannt wird, sondern eigentlich mit relativ niedriger Reaktionswärme gebacken wird quasi. Und diesen BIMS-Stein, den eben in seiner Materialität sichtig zu lassen und eben in einer ganz einfachen Form damit zu arbeiten und seine Eigenschaften, seine Haptik, seine schallschluckenden Eigenschaften auch zu verwenden. Es geht hier um die Ergänzung eines reinen Endhauses, eine Nachverdichtung im Bestand, eine 60er-Jahre-Reihenhaussiedlung, die an ihren Dreierzeilen sozusagen immer in der Nachverdichtung dieses Areals letztendlich in der Tiefe nochmal am Ende ein zusätzliches Haus zugelassen hat. Und dieses zusätzliche Haus musste aber genau in der Geometrie, also First- und Anbauhöhen, alles war genau definiert. Und es war auch definiert, dass im Eingangs, also auf dieser Fassadenseite zum Erschließungsweg vier Öffnungselemente auftauchen durften, die in einer klar auf ein Rechteck zusammenführbaren Form zueinander passen mussten. Dementsprechend gibt es jetzt hier vier sichtbare Öffnungen und eine nicht sichtbare. Und es gibt diese Reminiszenz an die Wiederverwendung der Wellstegplatte, wie sie in diesem 60er-Jahre-Quartier ursprünglich auf allen Häusern drauf lag. Die darf hier wieder reinkommen und die spielt mit in dem Kanon der Materialitäten. Das Projekt haben wir irgendwann Haus Grau genannt, weil das so ein bisschen vielleicht auch das übergeordnete Thema ist, dass man versucht, über die Farbe, hier ist es das Grau sozusagen, möglichst die Eigenfarbe der Materialien, auch die Dinge wieder zusammenzuführen. Das Grundstück war extrem klein und es war ein Hanggrundstück, also es geht nach hinten rum den Hang relativ dann um eine Stufe höher zu den angrenzenden Grundstücken. Und es gab eben diese Beschränkung über die Firsthöhe, die so funktionierte, dass diese Häuser eigentlich nur zweigeschossig plus ein nicht ausgebautes Dach hoch waren. Und wir wollten aber in dieser Firsthöhe eine Dreigeschossigkeit unterbringen und das machte es einerseits nötig, das Erdgeschoss ein bisschen abzusenken, aber andererseits war die Idee auch, dass sich dieses Erdgeschoss mit dem Grundstück verknüpft und verschmilzt, indem es sich in das Niveau des Gartens sozusagen reindrückt. Und gleichzeitig ermöglicht es durch die Abfolge dieser räumlichen Bereiche, also es fängt links mit der Werkstatt
und dem Werkstatthof an, der sich visuell dann auch mit dem Innenraum wieder verknüpft über die Öffnung, geht es in diesen Wohnraum und zum Garten hin, schiebt sich nochmal eine Terrasse in den Garten rein und erzeugt da auch nochmal eine Art Raum, der sich mit dem Innenraum verknüpft. Und eine wichtige Aussage eigentlich der Eigentümer oder der Bauherren war im Planungsprozess die Idee, dass, gut, sie haben in einem Aachener Gründerzeitviertel in einem Altbau gewohnt und mussten da raus und wollten aber im Aachener Westen bleiben und konnten sich aber nicht vorstellen, in einem Reihenhaus zu enden. Also das Stigma des Reihenhauses als der vorhersehbaren Raumschachtel mit bekanntem Grundriss, der Trennung des unteren, dem oberen und eben auch dieser sehr spaßfreien Gliederung. Und deshalb war es eben auch für uns ein bisschen die Herausforderung zu sagen, okay, das ist eine campingbegeisterte Familie, die brauchen eigentlich so eine Art Camping-Basis-Camp, haben wir es mal genannt, in der Entwicklung, also so eine räumliche Schicht, die sozusagen die Servicefunktionen erhält und dann brauchen sie eigentlich nur noch einen Campingplatz, also einen relativ großen Raum, der dann sozusagen die verschiedensten Wohnfunktionen sozusagen aufnimmt. Und es war natürlich auch die Idee, dass man versucht, eine räumliche Inszenierung oder Räume zu bauen, die nicht an ein Reihenhaus erinnern, sondern weit darüber hinausgehen. Und entsprechend hat sich dieses relativ komplexe Gebilde entwickelt. Das wechselt eben einerseits in dieser Erschließungsrichtung und es wechselt aber auch in der räumlichen Geometrie. Und es war eben ganz wichtig, dass es eben einerseits all die räumlichen Anforderungen erfüllt und andererseits eine Großzügigkeit bekommt, ohne groß zu sein. Das ist der Innenhof. Und wenn man jetzt in diesen Wohnraum reinkommt, dann ist es eine hallenartige Situation. Es gab die Möglichkeit, sozusagen den Anbau direkt mitzubauen, weil nämlich diese Reihenhäuser eine Anbauberechtigung bekommen haben im Laufe der Jahre. Also es war klar, dass Nachbarn auch 3 Meter rausgezogen haben, hinten schon in den Garten. Und wir konnten eben diesen Anbau sozusagen direkt mitplanen. Und der Anbau hatte eine andere zulässige Traufhöhe. Und diese hohe Traufhöhe in Verbindung mit der Tatsache, dass wir in den Boden reingegangen sind, um sozusagen die Grasnarbe auf Taille zu bekommen, ermöglichte dann eben diesen ansteigenden Raum, der jetzt hier bis auf 3,40 Meter anwächst. Eine andere Idee war zu sagen, wir haben kein großes Budget, aber wir wollen mit dem, was wir machen, das wollen wir zeigen und das soll auch Bestand haben. Also die Überlegung, den Ausbau mit dem Rohbau wieder zu verschmelzen. Was wir hier sehen, sind 3 Eichenstützen, die nicht die mit dem Möbelbau zusammengehen, aber eigentlich tragende Rohbaukonstruktion sind, die also tragend eingestellt sind und die aber hier mitspielen dürfen auf der Ebene zwischen Roh- und Ausbau. Und was wir im Vordergrund auch sehen, sind diese abgehangenen Betonscheiben, die so ein bisschen vielleicht inspiriert von Julian Lampens, später die Gitter oder die Ablageborde über der Küchenbank aufnehmen, die hier jetzt noch nicht drunter steht. Man sieht ein bisschen, wo die Küche installiert werden wird. Kurz vor Einbau der Küche sind die Fotos entstanden. Dann steht dort diese Küchenbank und aus diesem Kontinuum dieser Werkbank aus der Küche, die sich über eine Sitzbank wieder hochklappt im Wohnzimmer, wo dann die Kaminkassette drunter kommt. Hier gucken wir jetzt dann in den Bereich des Wohnraums, der nur noch auf 2,20 Meter runtergeht, beziehungsweise 2,30 Meter. Innerhalb dieser Decke, die ist also ansteigend. Hier kommt sie runter und sucht eben die Vermittlung über den Hof, den Blick in den Werkraum. Also auch
wieder das Spiel zwischen Innen- und Außenwänden. Wo ist Innen, wo ist Außen? Also die unverputzte Seite des Bimses ist ein Innenmaterial und taucht bei der Garage dann wieder als Außenwandmaterial aus. Also der Versuch, über die Materialität eben auch die räumliche Zugehörigkeit herzustellen und das Thema Innen-Außen wieder ein Stück Arbeit aufzulösen. Links sieht man jetzt, geht es die Treppe hoch. Und bevor wir die Treppe hochgehen, nochmal ein Schnitt durch das Haus, was zeigt, dass die Decke über EG eben schräg gestellt wurde, um diese einerseits die Großzügigkeit der erdgeschossigen Situation zu ermöglichen und andererseits die Firsthöhe einzuhalten. Das erzeugt in den Räumen, die dann oben kommen, eben diese Stufung. Und die Stufung ist etwas, was eben sehr schön, wie wir gleich sehen, wieder diesen Schritt zwischen Roh- und Ausbau auflöst. Hier ist zu sehen, rechts ist die Eingangstür, dort kommt man rein, landet auf dieser leicht erhöhten, auf dem Außenniveau liegenden Service-Schiene und kann dann die Treppe hochgehen, die hier aus Beton gebaut ist. Also der Weg der Treppe durch das Haus oder die Erschließung ist in Beton gehalten. Das sieht man jetzt hier. Man kommt diese Treppe hoch links, landet auf diesen podestartigen Situation mit dem Fenster, wo ein Arbeitsplatz stehen kann. Und dann wechselt die Erschließung, wie man sehen kann, von einer doppelt angewendeten Treppe in eine Spindeltreppe, die dann den Weg weiter in das Dachgeschoss zu dem Raum der Eltern ermöglicht. Der Grundriss hier in dem Kindergeschoss ist ganz einfach kreuzweise dann geteilt und es gibt diese BIMS-Außenwände und es gibt eben diese Innenwandkonstruktion, die jetzt dann in den Holzbau wechselt. Und man sieht da auch, hier gibt es den Übergang eben von dem Betonbau in den Holzbau. Die Spindeltreppe führt jetzt hoch in das Dachgeschoss auf diesen Teil der betonenen Geschossdecke. Links geht es in die Kinderzimmer. Und nochmal zurück, man sieht, dass es dann einen Wechsel gibt von der Betondecke, von der Betonkonstruktion in eine Holzbalkendecken- und Holzinnenwandsituation. Die Zimmer haben diese Stufe, die sich aus der Schräglage der Decke über dem Erdgeschoss ergibt. Und diese Stufe erzeugt eben diese podestartige Situation in der einen Raumhälfte, die sich dadurch gleichzeitig wie eine Art Bettsituation auch schon sozusagen den Übergang zum Möbelstück schafft. Der Blick in die beiden Räume und die Treppe, die nach oben führt. Und oben taucht man dann auf aus dieser Spindeltreppe und kommt in den Raum der Eltern, die dann, würde ich nochmal ein Badezimmer haben. Ja, weiterbauen ist eigentlich das Thema, was sich durch all diese Projekte zieht. Ganz bekannt, das Projekt, was auch schon erwähnt wurde, was es schon sehr früh auf die Biennale geschafft hat und was es auch zum Erstaunen vieler anderer Beteiligter zum Deutschen Architekturpreis geschafft hat, in Konkurrenz zu diversen Museumsbauten, ist diese Strategie des Hauses Schrebers im Umgang mit dem Bestand. Eine einfache Bergbausiedlung im Aachener Norden. Einfachste Bergarbeiterhäuschen, die quasi auf dem 1,50 Meter Sockel thronend über dem großen Garten schweben. Und dieser große Garten war natürlich ein Nutzgarten. Es gab auch eigentlich keinen Zugang. Man musste durch die Haustür oder die Waschküche. Und es gab auch in diesen Gebäuden eigentlich kein Badezimmer. Was hier noch vorhanden war, ist, man sieht es an den Resten, die jetzt unter diesem Anbau liegen. Es gab eine gigantische große Betonterrasse hinter dem Haus, die der Schwiegersohn, ein Betonbauer, für seine
Mutter da noch hinbetoniert hat und die wir eben auch hier im Rahmen unseres engen Budgets und der Bauherr selbst sah sich auch nicht in der Lage, die Betonplatte wegzustemmen, versucht haben, erstmal zu integrieren. Und vielleicht nochmal zurück zu dem, was wir gefunden haben. Also gefunden haben wir ein einfaches Siedlungshäuschen mit bereits sanierten Metallfenstern und einem eigentlich funktionsfähigen Betonsteindach, auch noch aus den 80ern. Alufenster, zweifach verglast, isoliert. Also es gab ein paar Dinge, die sozusagen schon passiert waren und die man unter Umständen auch weiterverwenden konnte oder an die man anknüpft. Also die Anknüpfung bestand eben daran, dass man auch weiterhin dann Alufenster genommen hat, dass man die Verglasung getauscht hat in eine neue, bessere Dreifachverglasung und dass man es geschafft hat, über die Mischkalkulation der Dämmstandards sozusagen im Anbau den Bestand noch mit zu heilen. Also wir haben auch die doppelschalige Wandkonstruktion, die konnte man mit Perlite füllen, sodass es eben hinter der Ziegelwand und der inneren Bimswand noch eine Kerndämmungsschicht geben konnte. Und das Thema, was aber hinter all dem steht, weshalb das Haus diese eigentümliche Geometrie auch hat, ist eigentlich dieses, dass es dieses Referenzprojekt gibt, was uns wahnsinnig beeindruckt, und zwar die Black Maria. Das ist eines der ersten Filmstudios, die gebaut wurden in den Vereinigten Staaten. Und der Ingenieur, der dieses Bauwerk gebaut hat, war eben wahnsinnig stolz auf diese Konstruktion, die eigentlich die überwörtliche Übersetzung der Funktion war, dieses Gebilde erfüllen musste. Es war ja letztendlich nur eine Art Studioraum, der sich sozusagen für das Setting des Films entsprechend der Kamera und der Brennweite sozusagen die Kamera witterungsgeschützt hat mit dem Bühnenraum und gleichzeitig eben nach dem Licht ausgerichtet wurde. Man musste eben das Dach aufmachen, weil nur damit die notwendige Lichtstärke reinkam. Und man konnte das auf dieser runden Schiene entsprechend dem Sonnenstand drehen. Und dann wurde das eben verkleidet, das wurde mit so einer Teerpappe sozusagen genagelt. Und diese Geometrie hat eine wahnsinnige Kraft heraus aus dieser Funktion und der Tatsache, dass es genau diese Funktion ist, für die dieses Ensemble oder diese Figuration die ideale Hülle bildet. Und die Bestandssituation dieses über dem Grundstück thronenden einfachen Siedlungshäuschens wollten wir eben auch auf so eine ganz selbstverständliche, sehr einfache, sehr sinnfällige Art und Weise ergänzen. Und es gab eben auch schon so ein bisschen den Hinweis des Nachbarn, was möglich ist und wie man jetzt sozusagen da weiterkommen könnte. Und es gab auch diese Bestandspläne, die gezeigt haben, es gibt eigentlich kein Bad, es gibt diese einfache Geometrie aus zwei Räumen, dieser Treppe und eben im Anbau, Schuppenanbau gab es eine Toilette und ein Waschbecken und später mal wurde in dem niedrigen 1,80er Keller noch eine Duschbad eingebaut. Aber eigentlich eine ganz einfache Figur und die Überlegung war, was kann man machen, was diese Kraft und diese Klarheit und diese Einfachheit dieses Hauses weiter transportieren kann in unsere Zeit? Wie können wir das, mit welchen Konstruktionen kann man arbeiten? Was ist universell? Was kommt vielleicht auch diesem Bergbau-Gedanken und diesen einfachen industriellen Strukturen nach ähnlich? Und das Faszinonum für das Stahlbetonskelett dann übertragen auf diese Situation, die Idee, einfach dieses Skelett hinzustellen, dann den Dachdecker und den Zimmermann anzurufen und zu sagen, es gibt eben Zimmermanns- und Dachstuhl-Erweiterung ist relativ günstig. Wir bauen also einen erweiterten Dachstuhl oben auf dieses Stahlbetonskelett.
reißen zwei Brüstungen von zwei Fenstern runter und sind eigentlich fertig. Das war die Idee. Und entstanden ist eben dieser neue Raum, der sozusagen der neue Mittelpunkt zum Garten wurde, der sich eben nach Südosten wendet, der die Verknüpfung in den Garten herstellt über den aufgeschütteten Aushubhügel und der mit einer einfachen Kehlrinne in dieser Dachfigur das Wasser auffängt, in diesen Bassin tropfen lässt, also es braucht keine neuen Regenrinnen. Und es gibt gleichzeitig Gießwasser, es gibt so eine Art, so ein Feeling auf dieser Terrasse, der so zwischen Brasilien und Ferien, also keine Terrasse mit einer Sitzgruppe, sondern eine Terrasse wieder zum Beine baumeln lassen und ein Regenwasserbassin, der eben wie eine Art Seerosenteich auch funktioniert. Also die Dinge funktional und poetisch zu sehen und sie eben aus zwei Richtungen sozusagen lesbar zu machen. Es gibt eben jetzt auch in diesem Grundriss eine neue Garderobe und es gibt die Möglichkeiten, einen Rundlauf zu machen. Man kann arbeiten in diesem linken vorderen Raum. Es gibt ein Wohnzimmer und es gibt eben diese Vernähung dieser neuen Struktur, also der Bimsstein als die Fortsetzung des Ziegelsteins in der modernen Zeit sozusagen. Ein Stein, der eben gerade noch groß genug ist, um nach dem Regelwerk vermauerbar zu sein. Und es gibt dieses Eingreifen des Stahlbetonkonstruktion in den Bestand. Es gibt dieses Verschmelzen, es gibt die Nahtstelle, die aber sichtbar bleibt. Der Bimsstein passt in der Lage dann zu dem alten Ziegel. Und es gibt kleinere Interventionen. Es gibt statt der hässlichen Fensterbänke aus den 80ern gibt es wieder eine Rollziegelschicht. Der Treppenpodest musste neu aufgebaut werden, weil der weggebrochen ist. Aber die Geometrie ist dieselbe. Die Ziegel sind die alten, die wiederverwendet wurden. Und man sieht jetzt diesen Bassin, der überläuft und die einfache Ansatz dieses Anbaus, der sozusagen erkennbar bleibt und doch einen ganz neuen räumliche Qualität aufmacht für die Räume. Die Übersetzung eben in das Einhandformat, was das größtmögliche eben dieser Bimsstein, die Kontinuität über die Farbe des Eisenoxid, es gibt einen Hersteller, der mit Eisenoxid einfärbt, beim Backen, dann sind die Bimssteine rot. Bims kommt aus dem Koblenzer Becken, ist bei uns als Vulkangestein im Rheinland eigentlich relativ nah und verfügbar. Und jetzt sieht man hier auch nochmal das Aufgreifen der Versuch, dieses Ziegelrotton aus dem Boden und aus den Wänden aufzugreifen. Ein Stück aus der Decke entfernt, die Treppe bleibt erhalten, aber sie kriegt das Geländer auf der anderen Seite und es gibt so ein Brüstungsmöbel. Und man sieht jetzt in dem Schnitt, dass eben die neue Konstruktion rot sich sozusagen verschmilzt mit dem Bestand und ganz versucht bis in die letzte Winkel sozusagen das Haus bis zum Dach ins Licht hoch, die Räume hochzuführen bis in den Spitzboden, bis in den letzten Winkel und bis unter das Dach verfügbar zu machen. Wir sehen rechts die beiden angesetzten neuen Räume, mittig eingefügten Bad und das Bad kriegt dann auch nochmal Oberlicht. Und das Rot von unten zieht sich eben hoch in dieses obere Geschoss und wir erkennen jetzt dann hier nochmal rechts eine Empore und dann eben die Öffnung bis ins Dach hinein zum Licht. Es gibt also auch hier wieder eine ganz neue Großzügigkeit, die vorher so nicht vorhanden war. Das rechts ist jetzt sozusagen der Spitzbodengrundriss. Man kann im Flur dann auch nochmal eine Leiter hochgehen und kommt dann da auch nochmal in so einen Gästebereich. Auf der Rückseite vom Garten gesehen sieht man die Verwandtschaft zu der Ergänzung aus den 80er Jahren des Nachbarn, aber gleichzeitig eben auch
einen ganz anderen Umgang, aber eben auch wieder die Verwendung des Rot, des Bimssteins, der Hügel, der in den Garten führt und die einfache, aber sehr kraftvolle und, glaube ich, damit irgendwie identitätsstiftende Konstruktion dieses Stahlbetonskeletts mit den aufgelegten Terrassenbohlen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich will klatschen. Ja, vielen Dank, Björn Martensen, für diese Einblicke in diese eigenwilligen Häuser. Und ich gucke jetzt mal ins Publikum, denn wir haben uns vorgestellt, dass wir ein bisschen mit Björn Martensen auch noch diskutieren. Das geht ganz einfach, indem wir von hier aus, von unten, ein paar Fragen nach oben stellen. Und vielleicht kann die Technik uns den Björn Martensen jetzt auch mal ganz groß machen. Herr Martensen, sind Sie damit einverstanden, dass Sie das... Ja, soll ich rausgehen aus der Präsentation? Ist das dann einfacher? Oder sollen wir das Bild stehen lassen? Sie könnten auf Ihr Bild, glaube ich, klicken, die Ansicht. Nee, ich glaube, ich muss rausgehen, ne? Sonst kriegen Sie mich nicht groß. Ja. Gut, dann switchen wir da mal um. Das, oh ja, wunderbar, Herr Martensen. Ja, vielen Dank. Wir haben Einblicke genommen in sehr unauffällige Häuser zunächst. Einige könnten auch in Westfalen stehen und nicht nur im Rheinland oder in Süddeutschland. Die Bauherrenschaft, das sind alles private Auftraggeber. Das sind alles private Auftraggeber und teilweise sind es auch Auftraggeber, die sich sozusagen kennen. Also es gibt Empfehlungen dann irgendwann. Ja. In dem Fall ist, glaube ich, der Reigen mehr oder weniger ja über Empfehlungen verknüpft gewesen jetzt. Das heißt, genau dieser Maßstab der kleinen Bauaufgaben des einzelnen Hauses oder auch des privaten Wohnens, das ist, so scheint es Ihr Metier. Wie halten Sie es mit großen Wettbewerben, mit großstädtischen Aufgaben? Haben wir alles gemacht. Das funktioniert manchmal sogar auch. Also es gibt auch durchaus ein ziemlich großes Hotel und Woolworth in Hamburg-Bergedorf mit einigen tausend Quadratmetern, also mit einer großen Fassade und einer großen Fassadenwettbewerb, den wir gewonnen haben. Aber es gibt eigentlich nicht so wirklich viele, es ist so ein bisschen so, man gerät in ein Fahrwasser und da bleibt man dann mehr oder weniger freiwillig dann auch drin. Also es gibt dann immer wieder Ansätze, Strategien der Ergänzung sozusagen in Siedlungsgröße zu übertragen. Da gibt es auch durchaus Projekte, die in die Richtung gehen und das sind auch Themen, die gefragt sind. Aber wir würden jetzt, glaube ich, einfach, also wir machen keinen Museumswettbewerb mit, sondern wir versuchen schon in unserem Kompetenzbereich weiterzukommen. Also wir machen relativ viel Workshops und Verfahren zu Siedlungsbeständen aus den 40er, 50ern. Es gibt Überlegungen jetzt zu Umstrukturierung von 50er-Jahre-Wohngebäuden in Clusterwohnen. Solche Themen, in die kommen wir rein. Und das finden wir auch sehr interessant, weil ich denke einfach, dass Wohnen ist nach wie vor eines der relevantesten Themen im Bauen. Und deshalb macht das auch sehr viel Spaß, da weiterzudenken und eben auch Räume zu erfinden und
immer wieder dieses Gefühl zu bekommen. Also es ist ja beim privaten Bauherrn oft auch sehr direkt das Feedback, also von überschwänglich positiv bis, es gibt auch Projekte, da ist es, geht man auseinander und hat den letzten Meter nicht geschafft. Also weil vielleicht das Vertrauen nicht da war, das passiert, glaube ich, auch immer wieder vielen. Aber wenn es dann eben gut geht, ist es eben auch ein wahnsinnig schönes Gefühl, diese Überraschung zu erleben, dass Dinge passiert sind, die sich die Käufer der Immobilie oder des Häuschens oder des Bestandes nie hätten vorstellen können. Hier in Münster gibt's, das kriegt man natürlich dann bei Privaten sehr, sehr direkt auch, dieses Feedback. Hier in Münster gab es mal einen Optiker, der sich erlauben konnte zu sagen, für Ihr Gesicht habe ich keine Brille. können Sie das, sagen Sie das auch manchmal, dass Ihnen ein Haus vorgestellt wird und Sie sagen, da fällt mir nur wenig zu ein? Ja, das kommt theoretisch schon, also das kommt vor und vielleicht sagt man nicht unbedingt, dass oft kann man feststellen, das Haus ist so stark determiniert, dass es einen Wahnsinnsaufwand bedeuten würde, das in eine komplett andere Richtung zu drehen. Und wenn der Bestand in einem guten Zustand ist, dann kann man solche Aufträge vielleicht auch einfach mit einer sehr realistischen Kostenberechnung sozusagen wieder auf Eis legen. Aber es gibt auch Situationen, wo die Art und Weise des Denkens dann eben doch nicht zu den Auftraggebern passt. Also es gibt auch Aufträge, die einfach nicht kommen. Also dass man in der ersten Phase Vorschläge macht und sich dann sozusagen das Gegenüber das nicht vorstellen kann. Also wir haben ja gerade mit der Schreberstraße geendet. Da ist vor einem halben Jahr sind die neuen Käufer der zweiten Doppelhaushälfte auf mich zugekommen und haben gesagt, wir haben das gekauft und wir haben Ihr Nachbarprojekt gesehen und wir würden uns freuen, wenn Sie sich Gedanken dazu machen könnten, was wir damit machen können. Und es war eben von Anfang an sehr kompliziert, weil während die gezeigte Südhälfte sozusagen eigentlich zur Giebelfassade nach Süden eine sehr optimale Ausrichtung hat, hatte eben die Nordhälfte eigentlich kaum Licht, weil ihre komplette Brandwand nach Süden lag. Also die Grenze eben, weil es eben Ost-West ausgerichteter Typus ist. Und es gab eben dann den Vorschlag, dass dieses Haus, man hat es vielleicht eben in der letzten Folie auch gesehen, es hatte eben diese Anbauten, die sehr tief in den Garten gingen. Also es war riesig groß und es war eine dreiköpfige Familie und der Vorschlag war eigentlich, wieder Licht reinzulassen, Südlicht, indem man einen Teil des Anbaus abreißt und sozusagen einen Teil stehen lässt, der dann aber wieder Sonne bekommt. Und das war eine Strategie, die nicht vermittelbar war. Also umzubauen, Geld dafür auszugeben und aber unter anderem auch einen Teilbereich abzureißen eines bereits gebauten Anbaus, das war dann eben auch nicht vorstellbar für die Interessenten. Und das hat dann dazu geführt, dass sie ja gesagt haben, nee, so können wir uns das nicht vorstellen, das machen wir dann lieber selbst oder wie auch immer. Das weiß man dann irgendwie nicht, welchen Weg das findet, das Projekt. Aber es ist nicht immer so, dass es möglich ist, das komplett zu kommunizieren. Man könnte denken, dass viele Passanten sagen, dieses Bauen, das kann ich vielleicht auch mal selbst machen. Und dann merkt man, wo Architektur beginnt und wo sie noch lange nicht aufhört, nämlich dass es wirklich ein Ringen ist um jede Linie und dass in jedem Haus einfach unendlich viel Entscheidungen zu treffen sind, nämlich also in eigentlich jeden Zentimeter. Wenn Sie vom Bauen im Prozess sprechen, wie sehr sind Sie am Ende überrascht von Ihren Lösungen? Eigentlich nicht besonders. Also ich im Nachhinein ist es manchmal so, wenn es dann fertig ist, dass ich mir denke, gut, das
Zum Beispiel das Vichy-Karo ist eine sehr mutige Entscheidung gewesen der Bauherren, diesen Weg zu gehen, mit so einem starken Muster reinzugehen. Und wie man dann eben doch irgendwie merkt, wenn man das selber nicht auch noch möbliert, dann ist es, verlangt es doch sehr viel Know-how und Kenntnis seitens der Nutzer, wie sie jetzt mit so einem starken Gebäudestruktur auch in der Möblierung weiterkommen. Das geht, aber ja, an dem Punkt habe ich gedacht, nochmal Hut ab für die mutige Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und aber es funktioniert letztendlich, dass man über diesen Move, das hat funktioniert. Ich war eigentlich nicht überrascht. Nee, das nicht. In Ihrem ersten Bild, Herr Martinson, haben Sie Indien gezeigt, wie man auf engstem Raum eigentlich vieles machen kann, wohnen und arbeiten, so wie wir es ja in Europa eigentlich auch kennen. Ihre Häuser waren fast alle suburban, also vorstädtisch. Wie sehr reizt es Sie, quasi mitten in der Stadt einfach jetzt Dinge der Verdichtung zu bauen? Oder gibt es da neue Projekte, wo Sie in der Innenstadt, in den Großstädten was machen? Ja, das gibt es. Ich glaube, die vorstädtischen Situationen haben damit was zu tun, dass die auch schon vor 10 Jahren die Immobilien im vorstädtischen Bereich die einzig erschwinglichen waren für solche Käuferschichten. Und es gibt im Moment, bauen wir gerade ein Hinterhaus in Karlsruhe, also in der Hofinnensituation direkt gegenüber vom KIT. Also eine extrem urbane innerstädtische Situation, wo wir versuchen, mit einer Nachverdichtung in den Innenhof reinzugehen, statt Garagen dort eben ein neues Hinterhaus zu bauen. Ja, das ist etwas, was ich glaube, ich für die Strategie halte, wie wir mit dem Flächenverbrauch runterkommen, dass wir einfach in den Innenstrukturen immer weiter verdichten. Und ich finde, das kann auch gut funktionieren. Aber das ist wiederum so eine Sache, die selten eben, dann muss man eben mehr Auftraggeber finden, die dann eben auch institutionell oder das eben nicht nur zur Eigennutzung betreiben, was im innerstädtischen Kontext ja selten funktioniert. Ne? Ein Credo von Ihnen ist, das Alte soll nicht verschwinden. Haben Sie schon mal auch mit der Denkmalpflege zu tun gehabt bei einem Projekt? Ja, hatte ich in der Tat. Wir haben in Köln eine sehr große gründerzeitliche herrschaftliche Wohnung mit bediensteten Treppenhaus umgebaut und einen wahnsinnig aufwendigen Stuckraum behalten. Aber die Auseinandersetzung hat sich eigentlich erstreckt nur über den Austausch der Fenster, also nicht in der äußeren Erscheinungsform größer eingegriffen. Also das Thema haben wir in der Lehre jetzt öfter bearbeitet, aber im Büro noch nicht so stark. Ja, Sie sprachen von einer Art poetischem Funktionalismus. Und das merkt man Ihren Häusern an. Sie erzählen jede für sich wirklich eine eigene Biografie. Vielleicht bohren wir da auch noch mal nach. Gibt es da Fragen aus dem Publikum zu diesen Exemplaren? Genau. Bei der Gelegenheit stelle ich jetzt Ihnen auch Martin Behet vor. Martin Behet ist Vorsitzender des BDR Münsterland hier und Mitgastgeber des Abends. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Professor Martinson. Ich weiß gar nicht, wie er mich sieht oder wie er uns hier sieht. Nee, ich sehe Sie gar nicht. Alles klar. Ich stelle Sie einfach nur vor jetzt. Ich habe jetzt gerade so getan, als hätte ich eine Frage. Die Fragen, die ich gehabt hätte, hat Stefan Rehfeld gerade schon gestellt. Aber ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, mich für einen außergewöhnlichen Vortrag zu bedanken. Ich würde sagen, nie hat Architektur im Kontext so gut gepasst, so besonders gepasst wie heute Abend. Ich finde Ihren Vortrag bzw. Ihre Arbeit bemerkenswert und ganz fantastisch und vielen, vielen Dank von unserer Seite, vom BDA, für diesen wirklich wunderbaren Vortrag. Vielen Dank.
Ihre Arbeit hat wirklich was Provozierendes, auch für uns Architekten. Ich denke, da kann man sich nur rauswinden, wenn man als WDA dann auch ab und zu mal einen Preis vergibt, weil die Dinge sind tatsächlich extremst eigenwillig und das Thema, was wir ja auch hier in Münster von Seiten des BDAs im Winter eigentlich in verschiedenen Veranstaltungen diskutiert haben, nämlich das Weiterbauen, Sorge um den Bestand war eins der Themen, die wir besprochen haben. Von daher gesehen ein wunderbarer Abschluss sozusagen mit den Dingen, die Sie gezeigt haben. Ganz exemplarisch, wie man damit, ja exemplarisch, aber doch auch sehr, sehr individuell umgehen kann, möglicherweise auch umgehen muss. Eine Frage hätte ich doch noch vielleicht, und zwar Bauphysik. Sind die Projekte so klein, dass Sie das sozusagen mit einem Bauphysiker Ihres Vertrauens dann so weit hinkriegen, weil die Materialkombination und so weiter und auch der Mut, in die Fassade zu gehen mit verschiedenen Materialien, wie kriegen Sie das hin? Wie läuft das? Also da ist ein ganz normaler erwachsener Bauphysiker mit im Boot bei eigentlich ja inzwischen allen Projekten. Es geht ja gar nicht mehr anders. Also oft sind es ja auch Projekte mit KfW-Förderung. Es gibt immer eine bauphysikalische Begleitung, die in seltenen Fällen nur den NF-Standard, den ehemaligen oder den Energieeinsparverordnungsstandard, aber in den meisten Fällen zu höheren KfW-Förderkriterien führt. Und die funktionieren auch alle. Teilweise sind sie vielleicht ein bisschen, wobei selbst das Haus Schreber, was wir zuletzt gesehen haben, ist eigentlich eine ganz einfache Konstruktion. Das Stahlbetonskelett ist sichtbar, weil es im Kalten steht. Die Fassade ist von innen dagegen gesetzt und im Obergeschoss gibt es einen Holzrahmenbau, der auch sozusagen die Innendämmung bildet und der Bimsstein ist eine hinterlüftete Vorsatzschale. Also letztendlich kann man das alles relativ einfach erklären und das funktioniert jetzt auch so. Wir haben auch schon ein Passivhaus gebaut, einen ganz einfachen Holzrahmenbau. Wir haben viel mit CLT gemacht. Also es ist gar nicht unbedingt immer so aufwendig. Es ist natürlich, wenn ich im Bestand baue, dann muss ich natürlich gucken, dass ich teilweise mit bauphysikalischen Konstruktionen aus dem Bestand auch irgendwie umgehe und nicht alles sozusagen neu machen kann. Also dann gibt es natürlich Möglichkeiten, das quer zu rechnen, ne? Wir hatten gerade heute nochmal über das Thema mit Stefan Redfeld und ich ein anderes Thema, das Bauen im Bestandes, gesprochen. Ich finde, die Dinge, die Sie gezeigt haben, sind extrem ermutigend, auch wenn man sieht, wie an anderer Stelle häufig die Bauherren tatsächlich dann in größeren Projekten, institutionelle Bauherren, dann oft den Mut nicht haben, zu sagen, ich vertraue oder ich gebe dem Bestand, der ja häufig nicht im ersten Sinne oder im einfachen Sinne schön ist, ich gebe dem eine Chance und setze darauf, dass in der Auseinandersetzung und in dem Adaptieren mit einem Neubauanteil oder einer Intervention etwas Neues, Interessantes entsteht. Wie kriegen Sie das hin oder wie kommen Sie da in die Diskussion mit Ihren Auftraggebern? Vermutlich die Letzteren sind ja schon aufgrund von Empfehlungen, aufgrund der Arbeit, die Sie gemacht haben, vermutlich schon sozusagen überzeugt, aber wie ist Ihnen das gelungen, sozusagen in der Rückschau? Also ja, ich denke, der Bestand hat ja oft auch, also es gibt auch Projekte, wo der Bestand baurechtliche Vorteile natürlich hat. Also wenn es vielleicht durch einen Neubau nicht mehr möglich wäre, eine Baulinie zu halten, dass man sagt, es gibt einen Bestandsschutz, ich bleibe da drin. Viel kann man, glaube ich, über Kosten begründen und auch verständlich machen. Und ich glaube, unsere gesamte Entwicklung spielt diesen Konzepten im Moment wahnsinnig in die Hände. Also das ist ja letztendlich ein Prozess, der immer weitergeht, dass wir immer stärker uns darüber im Klaren sind, dass wir das alles bilanzieren müssen und dass wir das alles irgendwie abrechnen müssen. Und ich weiß nicht, es gibt die Projekte in Bad Aibling von Nagler, die Forschungsprojekte, die über das einfache Bauen gehen, die jetzt auch wissenschaftlich nochmal zeigen, dass es eigentlich der einzige Weg ist, den wir gehen können, dass wir versuchen müssen, diese ganze Technik zurückzudrängen, die alle 30 Jahre sozusagen ausgetauscht werden müsste. Also
Ich glaube, das wird einfacher und selbst bei IKEA findet man ja schon die unverputzte Innenwand, also in der Ausstellung. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ja auch fast schon eine Art Trend, dass man in die Richtung es immer einfacher hat. Also vor 10 Jahren war die unverputzte Wand sicherlich noch schwieriger zu argumentieren, als es das jetzt möglich ist. Wir reden jetzt seit anderthalb Stunden und das Stichwort Nachhaltigkeit ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht, weil es in einer völlig selbstverständlichen Art und Weise von Ihnen eigentlich gezeigt wurde. Stefan. Genau, auch wenn man in Ihr Agenda der Hochschule in München guckt, dann sieht man da Seminaraufgaben, da geht es um das Erhalten von quasi Abrisskandidaten. Also Sie mischen sich auch als Hochschullehrer ein in aktuelle Fragen und demonstrieren eigentlich, das muss man erhalten. Ja, also zuletzt gerade in Mannheim mit dem Stadthaus von Mutschler. Ne? Mhm. Ja, also da gibt es diese Auseinandersetzung ja mit einem 30 Jahre alten postmodernen Gebäude, was ikonisch ist und was vom Investor abgerissen werden soll und was von der Stadt sozusagen verwahrlost dem Preis gegeben wurde schon seit Jahren. Und wo wir jetzt dieses Thema aufgegriffen haben und vielleicht dem Ganzen nochmal eine neue Diskussionsrichtung gegeben haben und vielleicht der Denkmalpflege geholfen haben, da vielleicht auch nochmal einen neuen Ansatz zu finden, über die Unterschutzstellung dann eben auch eine Argumentationshilfe, was man damit machen könnte. Unser Eindruck ist, dass es an Hochschulen angekommen ist, auch bei vielen Architekturbüros. Wo müsste man das Bewusstsein noch stärken, Herr Martinson, für Weiterbauen? Ich glaube vor allem bei den Kommunen. Die müssen sich darüber im Klaren werden, was sie da besitzen und die müssen selber versuchen, Impulse zu geben und das auch zu fördern, dass es eben nicht ohne weiteres abgerissen werden darf, ohne besondere Gründung. Und ich glaube, wir müssen da vielleicht auch ins Baurecht rein oder in die Denkmalpflege stärker, dass sie eben versucht, stärker erstmal nicht davon auszugehen, dass etwas abgerissen wird, sondern nur, wenn es wirklich harte Begründungen dafür gibt. Und ja, ich weiß nicht, in welchem Forum das, man kann das natürlich machen, indem man den Studierenden diese Themen gibt, die lernen bei uns das zu bilanzieren, die lernen das auch schon zu rechnen. Da haben wir eigene Professuren für und eigentlich aus diesem Umgang heraus, dass es eben auch in dieser Generation einfach schon ganz selbstverständlich wird, was zu unseren Zeiten eigentlich Entwürfe über Museen und Weingüter am Hang lief, läuft jetzt über Kaufhausrestrukturierung und Umnutzungsstrategien. Das ist das breite Lehrangebot, das sind die Themen, die gerade da sind und die Studierenden, glaube ich, auch spüren, dass das eine Relevanz hat, nach der sie auch fragen. Sollen wir nochmal ins Publikum fragen? Wir haben uns jetzt ziemlich hier ausgefragt. Gibt es aus dem Publikum noch Fragen? Ich wiederhole die Frage mal, Herr Martinson. Ja. Hier wird gefragt, das Budget, wo liegt das? Sind das 1.500 Euro pro Quadratmeter oder weitaus mehr? Das ist auf einen Quadratmeter schwer zu rechnen. Also das sind bei vielen Projekten könnte 1.500 hinkommen. Es sind aber eigentlich eher immer Projekte, die, sagen wir mal, in dem um die 200.000 Euro liegen. Und das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie viel Eigenleistung da rein fließt seitens der Bauherren. Es gibt Bauherren, die sehr viel selber machen und dann ist das natürlich auch ein anderes Preisgefüge. Aber es sind alles Sachen, die sich in der Sanierung, im Umbau um die 200 schwanken. Ich denke auch, dass der Mehrwert häufig auch in der
Überlagerung der Dinge liegt. Das sind ja häufig ganz kleine Flächengewinne, die Sie erzielen, aber letztendlich programmieren Sie das komplette Projekt um und das ist wahrscheinlich über einen Quadratmeterpreis auch schwer zu greifen, wäre jetzt so mein Eindruck, den ich mitnehme. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, Stefan, dann würde ich an dieser Stelle mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Ich schaue noch mal nach oben, obwohl Sie mich nicht sehen. Also Professor Martensen, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Ich denke, der Stefan Redfeld wird sich anschließen. Genau, von unserer Seite oder auch vor allen Dingen vom Publikum hier in Münster. Herzlichen Dank, dass das so toll geklappt hat. Wir hätten Sie gerne noch zum Essen eingeladen, aber das machen wir beim nächsten Mal, wenn sich's ergibt. Schade. Wir sind selbst enttäuscht, dass das heute Abend dann wohl ausfällt, aber es war trotzdem wahnsinnig interessant und sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ja, danke nochmal für die Einladung und das Gegenüber fehlt natürlich so ein bisschen, aber so ist es leider. Gut. Okay, dann vielen Dank noch. Tschüss nach Aachen. Tschüss. Ja, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Wir haben noch ein paar kleine Ansagen. Ne? Zum einen wollen wir uns auch bei Ihnen bedanken für die Treue wieder mal über 5 Veranstaltungen. Wir sind ja hier am Ende der diesjährigen Staffel Architektur im Kontext. Wir sind ungewöhnlich angefangen, indem wir das Jahr 2021, was Corona-bedingt ausgefallen ist, haben Revue passieren lassen in Form der Filme, die produziert worden sind im letzten Jahr. Ich muss mich mehr in die Kamera stellen, fall wieder aus dem Rahmen. Wir hören auch ungewöhnlich auf, aber wir sind ja relativ flexibel. Das haben wir ja gelernt in der Pandemie, dass wir mit solchen Situationen umgehen können. Ich finde, das hat sehr gut geklappt. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Technik, die uns dieses Jahr begleitet hat, nicht nur hier, sondern auch bei vielen anderen Veranstaltungen. Das ist die Firma Arental. Vielen Dank an Sie, an euch, dass Sie so innovativ uns hier begleitet haben. Gleichzeitig bedanke ich mich auch am Ende der Reihe natürlich beim LWL für die Kooperation, dass wir in diesem wunderbaren Haus sein dürfen, dass wir die Ressourcen der Baukultur LWL so in Anspruch nehmen können. Ich bedanke mich bei Darius Cahanca, der ja heute Abend nicht hier sein kann, der wirklich einen Großteil der Organisation und auch der Organisation der jeweiligen Abende übernimmt. Ich bedanke mich bei unseren Unterstützern und Partnern der Bauindustrie, die ja uns zum einen finanziell unterstützen, dass wir solche Dinge machen können, aber auch als Gesprächspartner für diese Themen, die wir heute diskutiert haben, zur Verfügung stehen. Das ist die Firma Hagemeister aus Nottuln, das ist die Firma TC aus Emstetten und die Firma Solarlux aus Melle. Vielen Dank auch in die Richtung. Dann haben wir noch ein paar Ankündigungen zu machen. Das Jahr hat ja erst begonnen. Diese Reihe ist zwar zu Ende, aber es gibt noch interessante andere Dinge, die wir tatsächlich auch wieder in Kooperation machen. Es gibt die Ausstellung über das Werk von Professor Harald Deilmann. Ich glaube, der Stefan Redfeld könnte was dazu sagen, weil er hat diese Ausstellung konzipiert, hat über Deilmann promoviert oder ist dabei zu promovieren. Ich weiß es gar nicht ganz genau, wie der Stand ist. Auf jeden Fall wird eine Ausstellung zu dem Münsteraner Architekten Harald Deilmann im Frühjahr zu sehen sein, Stefan. Genau, sie startet am 26. April im LWL-Landeshaus. Dort im Lichthof wird sie dann zu sehen sein bis 2. Juni. Es gibt ein ziemlich umfangreiches Begleitprogramm mit Führung durch die Ausstellung, aber durch die Innenstadt natürlich. Es werden Gebäude auch speziell besichtigt, das Theater, die West-LBS. Und es gibt einen Filmabend, den wir machen können, zusammen mit dem BDA Münster, Münsterland. Das können wir jetzt schon sagen, am 10. Mai. Nämlich dort wird ein neuer Film vorgestellt über Harald Deilmann, den wir gemeinsam machen konnten, im Schlosstheater. Also ich glaube, spätestens da sehen wir uns doch alle wieder.
Und dann endet die Ausstellung Anfang Juni. Es ist eine Übernahme vom Baukunstarchiv und der LWL ist diesmal der Gastgeber. Schönerweise hat das geklappt. Wir zeigen die Ausstellung, die also im Spätsommer 2021 in Dortmund war, jetzt auch erstmals in Münster. Und Dahlmann hatte eine schöne Vorstellung von seinen Gebäuden. Er nannte sie immer, es sind exemplarische Unikate. Exemplarische Unikate. Und damit gebe ich eigentlich nochmal sehr, sehr gern zurück an unsere Website, wo wir jetzt die Vorträge alle sehen können, die wir hier in diesem Jahr hatten und noch viel mehr, nämlich die drei, die im letzten Jahr quasi auch produziert wurden. All das ist auf der Website des LWLs und auch des BDA Münster-Münsterlands. Exemplarische Unikate heißt, wir haben von erstmal uns gefragt, was werden die 29er Jahre sein? Und da haben wir über vieles gesprochen, aber vieles, was uns gerade bewegt hier in der weiten Welt, das konnten wir Ende Januar wirklich noch nicht ahnen. Ja, aber exemplarische Unikate dann in den Architekturvorträgen von Claudia Meixner. Wir haben mit ihr nach Frankfurt geguckt und über Zwischenräume ganz besonderer Art auch nachdenken dürfen. Und vergessen, Axel Frühauf aus München hat uns auch gezeigt, wie einfühlsam man quasi in mit Kirchenräumen umgeht, mit alten, aber auch neuen Kirchen. Elke Reichel vor zwei Wochen hier, sie war sehr frisch und Forscher hat ihre Projekte vorgestellt, die auch eigentlich alle ums Weiterbauen sich drehten. Ja, und Björn Martensen, für den auch das Weiterbauen natürlich eine Maxime ist. Im Grunde genommen ist das ein sehr, sehr, sehr schöner Start, sehr vielversprechend. Das Weiterbauen sollten wir weiter sagen. Letzter Hinweis auf die A-Z-Architektenreihe. Auch das in Münster sicherlich ein Blick auf sozusagen Alltagsarchitektur im besten Sinne. Auch wieder vorbereitet und durchgeführt von Stefan Redfeld. Machen wir auch in Kooperation. Ich glaube, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo wir hoffentlich noch einiges losgeworden sind an Werbung in eigener Sache. Ich denke, von Seiten des BDA Münster-Münsterlands darf ich mich sehr herzlich verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.